Es gibt so viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die Medizin studiert haben und jetzt in Deutschland als Ärztin oder Arzt arbeiten oder das zumindest für die Zukunft planen. Deshalb habe ich mir einen von ihnen als Gast in meinen Podcast geholt. Ich habe mit Alexandru aus der Republik Moldau über das Leben als Arzt in Deutschland gesprochen. Alexandru war vergangenes Jahr Teilnehmer meines Deutschcoachings und beherrscht die deutsche Sprache mittlerweile fast auf muttersprachlichem Niveau. Er hat mir erzählt, welche Herausforderungen Ärzte in Deutschland bewältigen müssen und wie die Situation speziell für Ausländer ist. Und selbst wenn du kein Arzt bist oder kein Arzt werden möchtest, solltest du dir diese Folge unbedingt anhören, da ich mir sicher bin, dass Alexandrus Erlebnisse dich inspirieren werden und dir den Mut geben werden, deinen eigenen Weg in Deutschland zu gehen, in welchem Bereich auch immer. Moin, liebe Deutschlernerinnen, moin, liebe Deutschlerner. Ja, ihr seht mich hier nicht alleine sitzen, sondern ich habe heute endlich mal wieder einen Gast bei Deutsches Geplapper in meinem Podcast. 2 Folgen lang ohne Gast, jetzt endlich mal wieder mit Gast. Und ich sage: Moin Alex, schön dich mal wiederzusehen. Lange ist es her. Du warst ja bei mir im Coaching und jetzt sehen wir uns endlich mal wieder. Moin. Genau. Hi Fleming. Ich freue mich darüber, dass ich ja darf mit dir diese Folge einmal dann auch zu drehen. Und genau. Und ich freue mich darüber auf jeden Fall, dass das auch endlich geklappt hat. Definitiv. Wir haben ja auch eine Zeit lang geschrieben und schon. Vor ein paar Monaten habe ich wieder Kontakt aufgenommen, um zu fragen, ob du dann generell Lust darauf hättest. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, muss man sagen. Du bist eben kein Muttersprachler, was man Ja. kaum hört, aber du bist mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen sprachlichen Niveau. Und wie gesagt, ich habe ja gerade schon erzählt, du warst ja auch bei mir im Coaching. Wir hatten da ja auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Zeit, ne? Ich kann mich an sehr viele interessante Diskussionen und Gespräche mit dir erinnern, vor allem zu politischen Themen, ne? Also da haben wir wirklich eine Menge Gesprächsstoff gehabt, sage ich mal, oder? Wie fandst du es? Definitiv, ja. Definitiv. Also so war es. Danke für für deine Komplimente, für meine Deutschkenntnisse. Also genau, ja. Genau, ja, Da. also deswegen, da dachte ich mir auch, es ist überhaupt kein Problem, dich hier auch in den Podcast zu holen, obwohl du kein Muttersprachler bist, weil du eben schon dieses hohe Niveau hast und ja, Also definitiv mit mir hier ich habe wirklich. deine Einladung sehr gerne dann angenommen, muss ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Ja, und wir haben ja heute, wie ich in der Einleitung eben schon gesagt hatte, das Thema als Arzt in Deutschland arbeiten und leben. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich würde trotzdem erstmal dich bitten, dass du noch mal ein paar Worte zu dir sagst, dich mal vorstellst, ja, wo du herkommst und was du machst, ja? Genau, also wie man schon das vielleicht auch so verstehen konnte, ich heiße Alexandro Cebano und ich bin ein Arzt in Deutschland, komme aber aus Moldawien, aus der Republik Moldau. Das ist ja ein kleines Land, der liegt zwischen der Ukraine und zwischen die Ukraine und Rumänien. Genau, gehört nicht zu EU-Ländern. Und dort habe ich ja auch mein Medizinstudium abgeschlossen. Und nachher habe ich ja alles vorbereitet, um in Deutschland dann auch anerkannt zu werden als Arzt. So. Genau, und Genau. Und ich bin ja in jetzt. Deutschland schon seit ungefähr 7 Jahren. Und ich habe 2 Jahre quasi in Moldawien noch Deutsch gelernt, habe Kurse gemacht und nachdem bin ich ja nach Deutschland gekommen und dort habe ich ja so ein bisschen mehr durch die tägliche Routine mein Deutsch auch verbessert. Also das heißt, man kann sagen, als du nach Deutschland gekommen bist, nach 2 Jahren Deutschkursen in der Republik Moldau, Genau. wie viel hast du da schon verstanden? Wie kamst du mit dem Deutsch in Deutschland zurecht? Naja,
Das war auf jeden Fall schwierig. Erst als Kunde in Supermarkt, das klappt ja problemlos, sage ich mal so. Manche Situationen sind so ein bisschen, waren ein bisschen komplizierter. Ich bin ja mit einem B1 Richtung B2 Niveau gekommen. Und ich habe auch Glück gehabt, dass mein Lehrer, mein Deutschlehrer war auch Native Speaker. Also auch aus Deutschland. Und deswegen habe ich ja auch authentische Sprache dann mit ihm gelernt. Ja, das war nicht so eine deutsche Sprache, die zwar mit viel Pädagogik dann irgendwie reingepusht wird, sondern eher eine bisschen wie mit dir. So, es ist ja mehr so wie freie mehr Freiheit beim Lernen, ja, und eher aneignen als so richtig Schemata für Deklinationen und genau. Genau, also mehr, genau, du hast es richtig gesagt, mehr aneignen als lernen, ne? Ja, Also mehr genau. dieses Sprach- oder Ja. Sprechanreize setzen Genau. als Theorie lernen, ne? Und Genau. ich habe Sehr auch gut. in der Tat mehr Erfahrung mit Aneignen von Sprachen. Ich bin ja auch bilingue gewachsen. Das heißt also, ich verstehe als Rumäner, verstehe ich ja auch Rumänisch und meine Muttersprache ist aber Russisch, weil meine Mutter ist ja Russin. Und genau, nachher habe ich ja auch eine sehr gute Schule gehabt, wo wir dann auch Französisch gelernt haben und auf einem sehr guten Niveau. Und als ich ja gesehen habe, wie man in der anderen Schulen zum Beispiel Sprachen lernt, dann habe ich ja gesagt, damit wirst du keinen Erfolg haben. Man muss ja wirklich das so machen, dass die Leute auch dass die Leute auch die Sprache dann auch aneignen, dass die Leute dann auch lernen, in diese Sprache, die du lernst, auch zu formulieren, dadurch, dass du in diese Sprache denkst. Genau, ja, ganz richtig, ganz, ganz wichtiges Thema, was du da angesprochen hast. Also das heißt also, du hast definitiv auch die sprachlichen Voraussetzungen schon einigermaßen gehabt. Mittlerweile, ich denke, das hören jetzt alle, bist du auf einem Niveau, womit du dich wirklich oder wo du dich wirklich sicher und flüssig verständigen kannst. Und das ist ja nur auch eine der Grundvoraussetzung, um als Arzt in Deutschland zu arbeiten. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet, dass es ja nicht ganz so einfach war in deinem Fall, weil du aus einem Land kommst, das nicht zur Europäischen Union gehört. Ja, das wäre deutlich einfacher gewesen dann in dem Fall, aber du kommst aus der Republik Moldau. Genau. Erzähl mal kurz, was waren da so die Hürden für dich, dass du überhaupt in Deutschland als Arzt anerkannt wurdest? Genau, also den Weg gestaltet sich durch normalerweise auch eine Allgemeinsprachprüfung, B2, C1. Da muss ich ja aber auch erwähnen, dass es ist ja unterschiedlich, in welchem Bundesland fängt man an. Ja. Das heißt also, manche voraussetzen ein B2 von TELC oder von der Goethe-Institut oder von den anderen von Ärztekammer gibt es ja auch so Kurse, die man dort auch machen kann, aber es ist generell so, dass Goethe und TELC sind die häufigsten, die auch anerkannt sind. Ja, für die Anlegung der Dokumenten bei Ärztekammer oder bei Gesundheitsamt oder irgendwie. Also jedes Bundesland hat seine Behörde, die dafür verantwortlich ist. Und wenn man sich ja auch irgendwie seinen Weg starten will, man muss ja sich erkundigen, wie das läuft und in welchem Bundesland ist es optimaler zu starten. Dann gibt es ja auch eine Fachsprachprüfung.
Das beinhaltet normalerweise ein Patientengespräch, wie man mit dem Patienten spricht. Also das, warum ist das notwendig? Weil man muss ja aus medizinischer Sprache das einfach in eine Sprache, die für die allgemeine Bevölkerung verständlich ist. Zum Beispiel, wenn ich sage Pneumonie zu jemandem, der sagt, was ist das überhaupt? Und dann sage ich ja Lungenentzündung. Dann ist das ja auch viel, viel besser, weil obwohl zum Beispiel auf Rumänisch Pneumonie ist für jedem klar, weil wir aus einem, das ist ja Latein nah, ne? Pneumonie, für uns ist ja klar, was das ist. Und für einen Genau. Deutschen ist das nicht klar, weil das einfach eine andere Sprache ist. Genau. Dann, es gibt ja eine Genau. Patientenvorstellung, wo wir natürlich schon mit medizinischen Begriffen handeln müssen und den Patienten zu einem vermeintlichen Oberarzt vorstellen. Ja, also sozusagen ein Prüfer, der als jetzt für mich ein Oberarzt ist, quasi, ja. Der ist aber Prüfer, ne? Der hat mit Medizin normalerweise auch nichts zu tun. Und dann müssen wir muss man einen Brief verfassen. Das heißt also einen Patientenbrief, das ist eine schriftliche Aufgabe. So. Also das ist ja so sind ja die Prüfungen bei der Ärztekammer gestaltet. Es gibt ja auch eine Extratelk-Prüfung, auch für die Fachsprache. Nachher muss man diese Unterlagen anlegen bei der Ärztekammer. Und dann bekommt man eine Berufserlaubnis. Damit kannst du ja als Arzt arbeiten, paar Jahre. Und nachher musst du aber eine Approbationsprüfung auf jeden Fall anlegen. Wann du diese Prüfung anlegst, ist deine Entscheidung. Aber das muss ja zu einem bestimmten Termin eigentlich erfolgen. Ja, deine Berufserlaubnis ist begrenzt für ein paar Jahre. So ist es. Und nachher bist du ja approbierter Arzt. Dann darfst du ja auch Dienste machen. Genau. Und deine Weiterbildung eigentlich, also, weil Arzt ist ja nicht gleich Facharzt, sondern du fängst an nach dem Studium als Arzt in Weiterbildung. Und mit der Approbation, fängt deine Weiterbildung an. Es gibt ja auch einen anderen Weg durch die Begutachtung. Du kannst ja deinen Diplom für Humanmedizin begutachten lassen. Durch einen Gutachter. Dieses Gutachten wird dann auch bei der Naja, okay. Ärztekammer angelegt. Und also mit deinen Unterlagen und so weiter. Und danach wird die Ärztekammer oder Gesundheitsamt deine Differenzen dann überprüfen. Das heißt also, die werden ja sehen, inwiefern dein Studium von einem so deutschen Studium dann sich unterscheidet, anhand dieser Unterlagen, die du ja auch gegeben hast. Und nachdem musst du ja quasi in eine Universität dich dann anmelden, in einer medizinischen Uni und diese Differenzen dann auch irgendwie so ergänzen. Ja, das ist ja, und da hier ein wichtiger Punkt ist, du darfst entweder so oder so machen. Wenn du ja mit Begutachtung schon angefangen hast, hast du ja zum Beispiel 2000 Euro darin investiert, dann darfst du ja nicht mehr dieses Approbationsprüfung dann machen. Ne? Das ist das Problem. Ich weiß es Ach nicht, so, warum okay, so ist, ja. so ist das, so ist das gestaltet, aber manche Regeln kann man nicht so unbedingt erklären. Okay. Man muss die einfach annehmen. Nee, genau, das darf man auch nicht zu lange hinterfragen, aber feststeht, das ist auf jeden Fall ein hoher bürokratischer Aufwand, den man
über sich ergehen lassen muss, damit man hier als Arzt eben anerkannt wird, gerade wenn Ja. man aus einem Drittstaat oder einem Drittland kommt, ja, Genau, also durch außerhalb der EU, EU. wenn ich Ne? ja, genau, wenn ich ja Wichtig ist einfach EU-Arzt nochmal. wäre, dann es reicht vollkommen, wenn ich ja nur diese B2 allgemein oder C1 allgemein Prüfung je nach Bundesland und auch eine Fachsprachprüfung dann auch anlege und das war's. Genau. Na, du bist ja schon approbiert, ja. Das Dadurch, dass ist du in EU dein genau Medizinstudium abgeschlossen im hast. Vergleich. Genau. Aber ich muss ja sagen, also ich Ja, habe mir im lange Vergleich überlegt, in erscheint welchem das doch Land sehr einfach fange ich alles, an ne? und ich habe auch Deutschland gewählt, weil bürokratisch ist das nicht unbedingt schlechter als die anderen Länder. Okay, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Warum hast du Ja. dich als Arzt oder was waren deine Beweggründe, um Arzt in Deutschland zu werden? Ging es dir jetzt nur um die Bürokratie oder wie viel hattest du da noch andere Gründe, die Der da für Aufwand gesprochen vielleicht haben? war ein bisschen größer, also bürokratisch, aber das war aber ein klarer Weg, was ich ja machen muss. Ich habe mich erkundigt, was soll ich ja vorlegen? Da von dem Landesamt für Gesundheits und Soziales in Saarland habe ich ja klare Voraussetzungen bekommen, das und das und das musst du ja uns dann präsentieren. Und dann geben wir dir die Berufserlaubnis. Als ich ja probierte, also weil ich ja auch Französisch kann, wollte ich, also wir waren ja zu zweit, also meine Frau und ich, wollten wir uns auch erkundigen, wie es dann in Frankreich ist. Und danach haben wir gesehen, dass in Frankreich die Voraussetzungen sind höher. Die Bedingungen sind unklar, weil das ist ja ein großer Unterschied von Klinik zu Klinik. Entschuldigung. Und Alles gut. der Unterschied ist größer. Das ist ja also es hängt viel davon ab, von den menschlichen irgendwie, ja, wie man dich ja interpretiert als Mensch. Das heißt also, es ist ja viel persönlichkeitsabhängig. Okay, aber also es ist natürlich, genau, wie du sagst, persönlichkeitsabhängig. Hat dich dann an Deutschland auch irgendwie speziell etwas gereizt, dass du gesagt hast oder dass auch du mit deiner Frau entschieden hast, hier würden wir gern leben oder hätte es einfach genauso gut auch Ja, beispielsweise das Frankreich sein also können? besonders hat mich gereizt, dass wir hier einen mehr Freiheit in Weiterbildung haben. Das heißt also, wenn in Deu wenn also im Vergleich zu Frankreich, wo die Weiterbildung ist so strikt gestaltet wie ein Studium. Das heißt also, du hast Module, du musst unbedingt als innere Medizin dieses Modul machen und du hast ja diese begrenzte Zeit, wo du dich ja auch in diesem Modul befindest, dann machst du den nächsten Modul und danach machst du den nächsten Modul und so weiter und so fort. Hier ist das so, dass du darfst, zum Beispiel, du musst ja, du hast ja eine Voraussetzung, so und so viele Stunden musst du ja in der Notaufnahme arbeiten. Dann bitte auch diese Stunden dann einmal absolvieren. Und von deinem Chef dann unterzeichnen lassen. So und so viele Endoskopie, also Untersuchungen musst du ja auch durchführen. Mit oder ohne Unterstützung von einem Kollegen. Aber es ist ja auch klar, wie viele und genau und wie und was du dann auch machen sollst. Und nachher, wenn du ja alles das eingesammelt hast, die sind ja viele, viele Bedingungen eigentlich, ein Logbuch, sogenanntes Logbuch. Dieses Logbuch mit alle deine Abschlusszeugnisse legst du bei der Ärztekammer vor und danach entscheiden die, ob du ja reif genug bist für eine Facharztprüfung.
um einen Facharzttitel in einem Ja, medizinischen Fach zu okay. bekommen. So. Genau. Das ist ja der Weg in Deutschland. Der Weg, also der Weg in Frankreich ist anders. Du hast ja 3 Jahre und in diese 3 Jahre musst du schon reif sein, um deine Facharztprüfung dann zu absolvieren. Ja. Und dann, also diese Nein, Freiheit okay. ist eigentlich Gut. sehr, sehr, also für mich ist die viel besser, weil manche sind ja reif nach 3 Jahren und manche sind ja nach 5 Jahren noch nicht reif genug oder die fühlen sich nicht so, dass die dann auch eine selbstständige Arbeit in Klinik dann übernehmen können. Ja. Das heißt also, in Deutschland hast du Genau. zwar mehr vor, also zwar viele Voraussetzungen und auch eigentlich eigene Verantwortung für deine Weiterbildung. Das ist ja der Nachteil eigentlich des Systems. Oder einfach, ja, je nachdem, wie du das einfach wahrnimmst. Ist das für dich ein Nachteil oder ist das eine Möglichkeit, dich frei zu entwickeln? Genau. Und dann einfach durch eine bessere Organisation, also wenn du dich ja gut organisierst, dann kannst du auch einen guten Weiterbildung für dich, also da kannst du einfach ein individuelle Weiterbildung dann machen. So. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß jetzt, dass viele Leute uns hier zuhören und Ja. entweder mit dem Gedanken spielen, als Arzt in Deutschland zu arbeiten in Zukunft, ne, oder bereits hier sind und noch auf ihre Zulassung warten. Das ist ganz, also da gibt's ja, habe ich ja ganz viele im Coaching auch, die Arzt werden wollen oder Ärztin werden wollen oder schon Ärztin oder Arzt sind. Und gerade das ist ja natürlich auch ein wichtiger Anreiz zu wissen, okay, hier sind die Voraussetzungen einfach sehr, sehr gut, um auch diese entsprechenden Weiterbildungen zu machen, ne? Was ich jetzt aber nochmal gerne ansprechen würde, ist so dieser Alltag an sich. Ja, das ist natürlich auch was viele interessiert. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, wie das Leben als Arzt als solches so in Deutschland ist, ne? Das ist ja auch was. Ja, was einfach viele interessiert. Also was würdest du jetzt so ganz allgemein sagen? Ist es empfehlenswert, Leben als Arzt in Deutschland? Ist es eher Jackpot oder eher Hölle? Was oder irgendwas Also, dazwischen? Was wäre so deine Einschätzung genau, es ist ja nach unterschiedlich, mittlerweile sieben Jahren als was man Arzt in davon Deutschland? erwartet. Das ist ja keine. Erstmal muss ich sagen, also es gibt ja viele, viele medizinische Fächer. Es gibt ja nicht nur Arzt in Klinik, es gibt ja zum Beispiel Arzt in Praxis. Das ist ja sozusagen grob gesagt. Aber es gibt ja auch Leute, die im Labor. Ich bin ja, Ganz kurz, nein, was also bist du? ich Also bin bist du, Arzt du in bist, bist du Weiterbildung, Facharzt? Bist du Allgemeinarzt? Assistenzarzt in Weiterbildung heißt das so der Begriff. Und ich bin Arzt in Weiterbildung in Inneren Medizin und ich arbeite in einer Klinik für Innere Medizin. Das heißt also, ich arbeite im Krankenhaus, ja, aus Serien so wie Dr. House oder Grey's Anatomy, ne? Genau, so ähnlich, ne? Also Scraps, genau, da Scraps ist der Ausdruck. Genau, Scraps Scrubs. sind ja Weiterbildung, das ist Genau. ja Weiterbildungssystem in Amerika. Ja, genau, da habe ich ja keine so Genau. Patientengespräche im Sinne von wie in Praxis, ne? Wie beim Hausarzt, also man kommt ja zum Hausarzt und sagt, also erklärt seine Probleme, bekommt die Behandlung oder eine Überweisung und danach geht dann weiter. Nein, das ist nicht so. Die Mehrheit der Patienten bleiben bei uns in der Klinik. Genau. Und dann werden die auch stationär behandelt. So ist das bei mir. Genau. Den Alltag ist so, dass man ja sowieso Überstunden macht.
Es gibt ja einen ein großes Defizit an Mitarbeitern und einen großen Bedarf. Genau. Und also im Alltag ist das ja unterschiedlich. Manchmal ist das in der Tat die Hölle, wo man ja auch, also insbesondere besonders im Winter, weil viele krank werden, auch also genauso Patienten als auch die Ärzte, die werden alle krank. Und dann dieser Mangel ist ja noch schlimmer. Und der Anzahl an Patienten steigert und die werden ja einfach alle schwer krank, ja. Und die müssen ja zum Teil auch auf der Intensivstation betreut werden. Das machen auch die Internisten zum Beispiel, also hier in Deutschland zum Teil Internisten oder auch die Anästhesiologen. Genau. Man muss ja auch die Dienste machen. Das heißt also Nachtarbeit oder Schichtarbeit, je nachdem. Also es gibt ja paar Kliniken, wo man arbeitet und macht fast keine Dienste. Oder macht nur so Visitendienste. Visitendienst heißt von 8 bis 12 Uhr am Samstag oder Sonntag so auf die Patienten so kurz aufpassen. Und genau, der Aufwand ist ja natürlich deutlich geringer als einen Nachtdienst zu machen. Und auch also die körperlich ist auch, das ist ja auch sehr anstrengend, muss man sagen. Genau. Ja. Und man muss ja. Bitte? Was wäre so da, ja, also was wäre so deine Einschätzung, Ja. wenn wir jetzt drüber reden, ausländische Ärzte in Deutschland, ja, gibt es da nochmal eine spezielle Wahrnehmung durch die Kollegen? Gibt es da nochmal eine spezielle Anforderungen an ausländische Ärzte oder eine spezielle Behandlung? Also, es ist ja auch nochmal eine wichtige Frage. Oder würdest du sagen, du bist so komplett Also gleichgestellt mit deinen deutschen Kollegen? je nach Klinik, muss ich sagen, weil es gibt ja Kliniken, wo auch die Chefärzte nicht mehr Deutsche sind. Das heißt also, da bist du ja auch natürlich, ja, nicht gleich, aber einfach, genau, das ist ja eine andere Behandlung. Und dann, wenn du bei den, also in einem deutschen Kollektiv bist, dann ist das je nach Kollektiv. Das ist ja viel, also hängt viel davon ab, wie die Leute dort einfach neue Kollegen behandeln und wie hoch ist der, sage ich mal so, die Toleranzgrenze für die Fehler, die man auf Deutsch macht. Ja, das ist sehr abhängig davon. Was soll ich sagen hier? Also wenn der Kollektiv insgesamt sehr kapitalistisch gebaut ist, das heißt also wo viel Konkurrenz reinsteckt, dann ist das so, dass dort wirst du behandelt, ja, nicht unbedingt gut. Also alle deine Schwächen werden dann ausgenutzt, dass der Kollege dann, sei er deutsch oder nicht unbedingt deutsch, also vorkommt, ja. Das heißt also, da wo die Konkurrenz hoch ist, das heißt also, in einer Klinik, wo es gibt ja unterschiedliche Niveaus, Okay, also also. Fachniveaus, ne? Ich bin ja fachlich besser als der andere, dann ist das natürlich auch einfach, da ist ja die Konkurrenz einfach, ne? Ich bin ja einfach ich untersuche die Leute besser oder ich behandle Leute besser als der andere. Und wenn man ja in einem hochkonkurrenten Krankenhaus ist, wo alle gut sind, dann muss ja etwas anderes dann ausgedacht werden oder ausgesucht werden, was eigentlich was der was die was die
Ja. der Ausmaß quasi oder die Konkurrenz definiert. Genau. Ja, okay. Und ist es, wenn du jetzt sagst, ja, dass da ein großer Konkurrenzkampf ist, teilweise, wie sieht es denn aus mit dem Thema Sprache? Also wenn sich jetzt Ja. Leute fragen, die jetzt beispielsweise in Südamerika sitzen und den Plan haben, Arzt in Deutschland zu werden und sich fragen, ist mein Deutschniveau gut genug? Wie schätzt du das ein? Wie gut sollte das Deutschniveau sein, um wirklich als Ja. Arzt arbeiten zu können? Mal unabhängig davon, dass man ja eine Fachsprachprüfung machen muss. Ja, aber es geht jetzt eher so um die persönlichen Fähigkeiten. Genau. Erstmal, das Wie hängt gut davon sollte das Deutsch da sein, ab, um wirklich gut im unter welchen Alltag als Arzt Bedingungen zurechtzukommen? kommt man hierher. Das heißt, also entweder man kommt hier mit Wissenschaft, da reicht auch normalerweise auch die englische Sprache. Weil in vielen wissenschaftlichen Zentren Englisch ist ja die Sprache, die gesprochen wird für Wissenschaft. So, auch zwischen den, also die Deutschen sprechen sich ja auch Englisch an, weil das ist ja einfach so der Ethikcode quasi. So, dann gibt es ja auch die Kliniken, da wo du ja ein Verhandlungsdeutsch, also auf Verhandlungsniveau dein Deutsch bringen sollst. Das heißt also, du musst ja auch das verstehen, dass du manchmal den Leuten erklären sollst, dass wenn die X- oder Y-Behandlung nicht machen, dann werden die auch sterben. Und du musst ja auch zwar diplomatisch, aber auch deutlich sagen, pass auf, wenn du die Tabletten nicht einnimmst, dann stirbst du. Oder es wird sich ja auch verschlechtern. Genau. Und das musst du ja auch so verfassen, dass der Mensch sich auch nicht beleidigt fühlt. Oder nicht irgendwie, nicht sehr paternalistisch, weil Ja, und Lateinamerika, wenn du dann Moldawien, Rumänien, der Arzt ist ja ein bisschen anders, also, es gibt ja keine Verhandlung manchmal, ne? Der Arzt sagt und der Patient macht. Das ist ja eine paternalistische, eher, genau, es gibt ja viel Paternalismus, genau, zwischen, also eine, Ja, Struktur oder Hierarchie einfach. Ja, eine Struktur in dem zwischen dem Patienten und Ärzte. Genau. Hier ist es so, dass man ist ja frei zu entscheiden, was für eine Behandlung nimmt er ein oder welche Behandlung lehnt er ab, der Patient. Deswegen ist das auch so, dass du musst ja auch die Leute begleiten, eine Entscheidung dann zu treffen. Ja. Und du musst ja auch, du kannst ja auch nicht sagen, zum Beispiel, wenn der Patient sagt, nee, das will ich nicht, Klar. dann sagst du, na okay, gut, dann will er nicht. Und geht er nach Hause. Ne? Da musst du ja auch die Risiken ja auch so gut gestalten, dass der versteht auch, worum es geht. Weil insbesondere innere Medizin oder Psychiatrie, das sind ja unsichtbare Fächer. Die kannst du ja auch nur indirekt spüren. Du spürst dein Herz durch Herzrasen. Du siehst dein Herz nicht und sagst, oh mein Gott, mein Herz ist ja krank. Ich muss ja zum Arzt. Das ist ja kein gebrochenes Hand oder keine, du siehst das nicht. Oder deine Haut ist irgendwie, jetzt Schön wär's. mit Ausschlag durch einen Ausschlag betroffen. Ja, nee, das ist ja nicht der Fall. Du hast ja etwas in deinem innerlichen Genau. Körper, der was du nicht siehst, was Okay. du bisschen so verspürst, ja, als manchmal als ein Luftnot, der dich jetzt nicht stört, aber es kann sein, dass es wird sich ja auch verschlimmern. Und du, also und als Arzt soll ich ja das auch so verdeutlichen, dass auch der Patient versteht, warum er die Medikamenten lieber nimmt oder diese Behandlung lieber durchführen lässt. So ist es. Und das ist ja schon ein Niveau, genau, die deutsche Sprache ist ja wichtig.
Genau. Ja, also deswegen ist es natürlich. Ja. Ja, genau. Und das, genau, das ist ein guter, wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Deswegen, klar, es kommt auf die Voraussetzung Genau, es an, gibt wie ja kommst du viele, her, mit welchem Ziel viele, kommst du her, aber ja, man es gibt kommt nicht ja wirklich zwar auch drum viele herum, Fächer, sich zum die Beispiel Sprache auch wirklich gut Anästhesie, ne, anzueignen. wo man ja Oder wie, mit du den hast ja auch schon Leuten nicht erwähnt, so die. viel spricht, weil die Leute sind einfach, die Patienten sind einfach mindestens betäubt, aber normalerweise auch unter Narkose zum Beispiel, ne? Dann gibt es ja auch keine Gespräche da. Und dann musst du ja auch keine Gespräche führen. Aber mindestens ein Aufklärungsgespräch sollst du auch Okay. durchführen können mit dem Patienten. Genau. So. Und Klar. ja. Okay. Ja. Kurzer Themensprung nochmal, weil wir eigentlich gleich am Ende sind, aber genau, du hast vorhin noch mal, vorhin ja auch selbst gesagt, so manchmal kann es auch die Hölle sein, ne, als Arzt hier zu arbeiten. Ich stelle mir vor, gerade in der Covid-Zeit war es richtig, richtig schwer, richtig ätzend teilweise als Arzt hier zu arbeiten. Und da hat man, glaube ich, viel miterlebt. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da können wir eine eigene Folge draus machen, wahrscheinlich aus dieser ganzen Covid-Zeit. Aber Stichwort Work-Life-Balance, wie ist es denn bei dir? Jetzt mal so ganz, ganz ehrlich gesprochen, hast du selbst momentan mit Schichtdienst und mit all deinen, mit all deinen Verantwortlichkeiten noch die Möglichkeit, so deine Hobbys auszuleben als Arzt oder also als Mensch, ja, als Privatperson? Genau, Oder kommt also das meistens zu wenn kurz, man wenn du deine da Sport machen möchtest Podcast-Folgen oder was sehr auch immer? gut sich ja also regelmäßig anhört, du sprichst ja viel über Routine und so. Das ist ja für so eine Arbeit oder für Schichtarbeit sehr mindestens nicht einfach zu gestalten in dieser Form. Genau, zu einem gewissen Punkt zu Hause zu sein und dann das zu oder irgendwie dort auch eine Stunde Zeit sich zu nehmen und das zu machen. Deswegen, ich handle das immer so nach Priorität. Was muss ich jetzt auf jeden Fall machen? Ich habe eine To-Do-Liste einfach für mich. Was soll unbedingt gemacht werden? Genau. Und danach, du musst ja auch dann auch flexibel sein, um deine Aufgaben nicht oberflächlich, sondern auch so mit einer guten Produktivität zu erarbeiten. Und danach, du musst dich einfach einstellen, jetzt mache ich das. Und zum Beispiel, also du musst ja auch je nach Situation entscheiden, weil zum Beispiel manchmal stehst du auf, du bist ja um 2 Uhr in der Nacht nach Hause gekommen, jetzt schläfst du ein und denkst du, oh, morgen mache ich ja Jogging. Und danach morgen ist das aber so, dass du ja kaum aus dem Bett kommst und bist dann einfach nicht in der Lage, dann einfach anzufangen. Dann denkst du, lieber lese ich etwas, ne? Auf jeden Fall nichts machen, sondern etwas machen, aber was auch für dich jetzt geeignet ist. Weil wenn du ja die Produktivität nicht machen kannst, genau, also ja, nicht mit bisschen Druck muss Also das sich nicht gehen, quälen, weil sich nicht sonst, zwingen. also wie gesagt, so ist das. Weil die Schichtarbeit ist echt anstrengend, muss man sagen. Insbesondere wenn man pendelt und man rechnet, wie viele Stunden dann übrig sind, dann sind ja 3 Stunden, wo 1 Stunde ist ja schon mal die hygienische Routine, weil man muss ja auch normal aussehen, quasi, ne? Genau, so ist das. Dann hast du 2 Stunden übrig. Du musst ja schon was erledigen und mit deinem Sohn oder mit deinen Kindern dann irgendwie Klar, was zu machen. ja, Genau, du musst ja okay. auch richtig das auch so verplanen. Und Wochenende ist meistens auch sozusagen auch Na klar, Familie kommt auch. eine Bedarf an Organisation auch hier. Bei der Arbeit organisierst du viel und hier auch. Ja. Ja.
Okay, ja, sehr gut. Ja, also es ist natürlich, gestaltet sich nicht so einfach, ne? Das kann man schon sagen, aber ich denke, jeder, der Arzt werden will, der weiß, dass das ein sehr anspruchsvoller und zeitintensiver Beruf ist. Abschließend vielleicht nochmal ein Tipp, ja, für alle, die jetzt da draußen sitzen und ja, uns gerade zugehört haben und Arzt in Deutschland werden möchten. Hättest du so einen Tipp, den du allen Leuten geben würdest, die dieses Ziel haben und vielleicht auch eine Sache, von der du selbst dir gewünscht hättest, dass du sie gewusst hättest vor 7 Jahren oder vor Definitiv zehn muss man Jahren? beachten, Ja, gibt es da vielleicht irgendeine Sache, die man definitiv beachten sollte? was man als Ziel hat. Ja. Und erstmal vielleicht probiert man in Deutschland so ein bisschen zu leben, ohne Arzt zu sein, und einfach zu verspüren, wie überhaupt Deutschland ist, weil alle Stereotypen, die man hört, was Deutschland ist, ist auch nicht so. Also das entspricht nicht die Wahrheit. Und Deutschland ist sehr heter, genau, nicht alle, genau. Es gibt ja ein paar, manche, die sind ja schon ganz gut treffen, Also nicht aber alle entsprechen der Wahrheit. die meisten sind vollkommen daneben. Und wie du das einfach alles sozusagen empfindest, das ist ja auch eine Frage. Dann einfach hier einmal, ja, sozusagen sich hier ein bisschen zu köcheln in dieser Suppe und einfach um in Deutschland dann einfach zu kommen und zu sehen, was das überhaupt ist, ja. Und insbesondere, man muss ja verstehen, dass Deutschland sehr heterogen ist. Ich habe das nicht gewusst und jetzt verstehe ich, dass es gibt ja einen krassen Unterschied zwischen Osten und Westen, Norden und Süden und ja. Das muss man wissen und das muss man auch gut verstehen, wenn man nach Deutschland kommt, dass nicht, Definitiv. ja, Deutschland Genau. ist ja heterogen. Genau. Also und ja. Was muss man auch verstehen, dass der Zeitdruck und Okay, das ist wie ein man guter die Hinweis, Arbeit gestaltet in Deutschland, ist dass man zwar in sehr Deutschland. effektiv, aber sehr aufwendig. Das heißt also, in 8 Stunden Arbeit, du kannst so eine Belastung haben wie zum Beispiel in der Republik Moldau in einem 12-stündigen Dienst. Ja, weil hier ist das sozusagen, also du musst sehr effizient vom Zeit sein. Und dann, wenn man hierher kommt, muss man sich ja überlegen, dass man unter schon einen, ja, also Zeitdruck arbeitet. Das heißt also, das wird ja sehr, sehr genau, also du musst ja genau gut dein Arbeitstag ganz gut verstehen, was du quasi, wie du das organisiert, wie du das verplanst. Wie das da soll dann anfangen und was machst du jede Stunde? Und damit kannst du auch bei der Bewerbung kommen und sagen, Genau. passen Sie Ja. auf, geht das, wenn ich das so oder so mache? Also das muss ja das ist auch sehr wichtig. Also weil die Arbeits die alltägliche Routine unterscheidet sich sehr, sehr stark vom Krankenhaus zu Krankenhaus. Genau. Okay, das ist auch nochmal ein guter Tipp für alle, die sich dann in ein Bewerbungsgespräch setzen, ja, und dann mit dem Oberarzt sprechen oder so. Und mir gefällt aber auch dein Tipp mit erstmal schauen, ob Deutschland überhaupt das Richtige ist, weil viele kommen ja dann auch her mit dem festen Ziel, hier Arzt zu werden und hier zu leben und waren noch nie vorher in Deutschland. Ich glaube, man kann jetzt abschließend sagen, wir sind nämlich schon sehr Auf jeden fortgeschritten in der Fall. Zeit, aber man kann abschließend festhalten, einerseits ist Deutschland natürlich ein attraktives Land, um hier als Arzt zu arbeiten. Man hat viele Aufstiegschancen, Weiterbildungschancen, ne, guten Verdienst.
aber natürlich auch viel Druck bei der Arbeit und man muss natürlich auch Genau. einschätzen können, ob das Land überhaupt das Richtige ist. Ja, und das sollte man vorher wissen. Deutschland, wie du gesagt hast, ist sehr heterogen. Es gibt große Unterschiede zwischen Nord, Süd, Ost, West. Ja, das ist Ja. vollkommen richtig. Und genau, das sollte man sich zumindest in einem kleinen Kurzurlaub mal anschauen, bevor man dann die endgültige Entscheidung trifft. Ne, aber ja, genau, Alex, auf jeden Fall war das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Nicht nur für alle, die jetzt als Ärztin oder Arzt hier arbeiten wollen, sondern ich glaube auch für viele, die gar nichts mit dem Bereich zu tun haben, einfach deine Erfahrungen mal so ein bisschen kennenzulernen, einfach zu hören, ja, wie du als Ausländer dir deinen Weg hier geschaffen hast in Deutschland. Das ist ja immer auch interessant zu hören, wie machen andere das und vor allem auch dein Sprachniveau mal ja, zu sehen oder zu hören, ja, zu Ich sehen, danke dir. was du in 7 Jahren in Deutschland eben auch erreicht hast, sprachlich gesehen. Ne? Das ist ja auch jedes Kompliment wert. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass du hier in der Ich Folge warst danke bei mir und dir. Ich hoffe, das danke dir auf auch jeden für Fall alle interessant war für das und tolle diese Gespräch, für Herausforderung deine in einem Expertise, für Podcast dein, ja, für deine Teilhabe hier. Danke. teilzunehmen in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ich ja das angenommen habe. Genau, und ich danke dir für diese Gelegenheit. Ich mich auch. Ich freue mich auch, dass du angenommen hast und danke dir vielmals auf jeden Genau. Fall. Super. Dann Alex, mach's gut. Wir sehen uns noch nach dem Gespräch hier oder nach dem offiziellen Teil. Und an euch nochmal, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann unterstützt diesen Podcast, indem ihr bei YouTube kommentiert, indem ihr bei YouTube ein Like gebt, aber natürlich auch auf den anderen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes. Bewertet meinen Podcast, bewertet Deutsches Geplapper und helft mir und Deutsches Geplapper so weiter nach vorne zu kommen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei einer neuen Alles Gute, ciao. Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, wie ein richtiger Arzt sagen würde, bleibt auf jeden Fall gesund. Macht's gut, ciao.